Im Oktober ist wieder Finsternissaison und die kosmischen Energien wirken besonders intensiv. Außerdem, nach langen Monaten im feurigen Löwen, ziehen die beiden Göttinnen Lilith und Venus weiter ins Zeichen der sanften Jungfrau. Krieger Mars tankt neue Kraft im Skorpion. Höhepunkt des Monats ist das Wochenende mit der Mondfinsternis, gefolgt von Halloween. Wie sich das alles für die 12 Sternzeichen und Aszendenten auswirkt, darum geht es in diesem Video und Podcast. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast, zu eurem großen Monatshoroskop für den Oktober. Und so gelangt ihr zu eurem Sternzeichen. Scrollt in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes nach unten unter den Horoskope-Shop und da sind sie dann alle mit den Timecodes aufgelistet. Bevor ihr euch das anschaut, gibt es aber hier noch ein Gewinnspiel und spannende Neuigkeiten und außerdem die kosmische Schwingung für die Finsternissaison im Oktober. Wir haben zwei Finsternisse. Der Neumond in der Waage erscheint als ringförmige Sonnenfinsternis und der Vollmond im Stier ist eine partielle Mondfinsternis. Das bedeutet, die Mondin übt im Oktober einen starken, intuitiven Einfluss auf uns aus und das werden wir sicher deutlich spüren. Gleich erfahrt ihr mehr dazu. Vorher habe ich noch ein Gewinnspiel für euch und es gibt Nachrichten aus der Zukunft. Denn bald erscheint das Jahrbuch 2024. Es wird ein Jahr der Sonne, die hoffentlich unsere Herzen erwärmt. Wie wird es für euch? Wo könnt ihr euch entwickeln? Wie geht's in eurer Karriere weiter? Und was macht die Liebe? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in meinem Jahrbuch 2024 in 12 ausführlichen Kapiteln für die Sternzeichen und Aszendenten. Das Jahrbuch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, dann seid ihr die Ersten, die eins in den Händen halten. Mehr Infos zum Buch und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Und jetzt kommen wir zu unserem beliebten Gewinnspiel. Diesmal verlose ich ein schriftliches Geburtshoroskop als PDF für alle meine treuen und neuen Abonnentinnen und Abonnenten. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen für die Benachrichtigungen aktiviert, hat das auch den Vorteil, dass ihr kein Video und keinen Livestream mehr verpasst. Wie ihr genau teilnehmt, alle Infos dazu erhaltet ihr am Ende des Videos im Serviceteil. Und jetzt schauen wir, wer die glückliche Gewinnerin aus dem Gewinnspiel vom September ist. Eine schriftliche Jahresvorschau als PDF geht an Yvonne. Herzlichen Glückwunsch, liebe Yvonne, und vielen Dank für dein super nettes Feedback. Ich habe mich echt drüber gefreut. Bitte melde dich bei uns per E-Mail oder über WhatsApp und dann schicken wir dir deine Jahresvorschau zu. Jetzt schauen wir uns die wichtigsten Konstellationen des Oktobers an. Und das sind wahrhaftig eine Menge. Mit der Sonne in der Waage stehen Beziehungsthemen weiterhin ganz oben auf der kosmischen Prioritätenliste. Und auch der Neumond mit der Sonnenfinsternis am 14. Oktober spielt sich im Partnerschaftszeichen Waage ab. Vieles, was in diesem Monat geschieht, wird nachhaltigen Einfluss auf unser Beziehungsleben ausüben. Deshalb sollten wir hier achtsam und liebevoll sein. Eine wichtige Veränderung der kosmischen Schwingung ist der Übergang der beiden Göttinnen Lilith am 3. Oktober und Venus am 9. Oktober aus dem feurigen Löwen in die sanfte Jungfrau. Die Venus bleibt dort für 4 Wochen, Lilith allerdings für ganze 9 Monate bis Juni 2024. Ich bin gespannt, wie sich das für uns anfühlen wird. Vielleicht erstmal wie eine Abkühlung der Gemüter und sicher auch eine Neuausrichtung der Energie. Der Fokus geht jetzt auf den Schutz und die Fürsorge für uns selbst und Mutter Natur. Denn die Jungfrau ist ja ein Erdzeichen und repräsentiert die Ernte und den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen. Und Lilith in der Jungfrau steht für die Kräfte der ungezähmten Natur, die ihren Raum beansprucht und die man respektieren sollte. Außerdem glaube ich, dass die gemeinsame Power der beiden Göttinnen auch toll ist für alle, die schamanisch arbeiten oder die sich zur Spiritualität der Natur hingezogen fühlen. Doch nicht nur die Kräfte der weiblichen Spiritualität durchziehen die Atmosphäre. Auch Krieger Mars meldet sich zu Wort und verlangt Aufmerksamkeit. Er wechselt am 12. Oktober für 6 Wochen in den Skorpion, wo er besonders stark und leidenschaftlich steht.
Er schenkt uns intensive Willenskraft. Wir gehen unsere Projekte mit Hingabe an und ziehen sie bis zum Ende durch. Allerdings neigen wir unter seinem Einfluss auch dazu, verbissen an etwas festzuhalten, auch wenn es unpraktisch oder gar nicht zielführend ist. Im Privatleben ist das ein eifersüchtiger Mars. Einerseits sexy und leidenschaftlich, andererseits aber auch unversöhnlich, wenn jemand fremdflirtet. Diesen inneren Krieger müssen wir umsichtig führen und kontrollieren, damit er nicht übers Ziel hinausschießt und Rache sucht, sondern uns mit seiner enormen Kraft konstruktiv dient. Fast zeitgleich mit Mars Eintritt in den Skorpion, nämlich am 11. Oktober, wird Pluto, Herrscher der skorpionischen Welt, nach langen Monaten wieder direktläufig. Dadurch hat der Transformationsplanet vom 8. bis 15. Oktober besonders starke und intensive Kräfte. So können in der ersten Oktoberhälfte Transformationsprozesse angestoßen werden, die uns vielleicht unter die Haut gehen. Gleichzeitig wird unser Beziehungskarma von Mars aktiviert. Zuvor hat ja die rückläufige Venus uns dazu aufgefordert, unsere Beziehungsmuster zu überprüfen und uns mit unserer Liebesvergangenheit auseinanderzusetzen. Und der Mars greift das Thema jetzt nochmal auf und stößt uns sozusagen mit der Nase drauf, falls es noch Dinge gibt, die wir versucht haben zu verdrängen oder die wir noch nicht aufgearbeitet haben. Ich hoffe, das wird nicht zu unangenehm, denn wenn Mars und Pluto zusammenarbeiten, ist das nicht unbedingt eine Wohlfühlveranstaltung. Zum Glück hält aber die liebliche Venus den wilden Mars an der Hand, unterstützt von Lilith. Das bedeutet für unsere Beziehungen, Freundschaft ist Trumpf. Wenn die Basis unserer Liebesbeziehungen oder Flirts freundschaftlich ist, dann kann es ein Happy End geben. Saturn hat allerdings auch noch seine Finger mit im Spiel und lässt nicht zu, dass wir uns etwas vormachen. Wir müssen ehrlich und konsequent sein in unseren Beziehungen. Und Thema Saturn in den Fischen, spirituelle Disziplin ist groß geschrieben. Die hilft uns jetzt sehr, wenn es schwierig werden sollte oder wenn wir eine Situation nicht verstehen. Also meditieren, meditieren, meditieren. Jeder und jede so, wie es individuell passt. Und perfekt dafür geeignet ist der Neumond am 14. Oktober im Beziehungszeichen Waage, der zugleich eine ringförmige Sonnenfinsternis ist und daher eine mächtige Wirkung hat. Die Sonnenfinsternis fällt auf einen Samstagabend und wem das wichtig ist, der kann sich also ausgiebig Zeit für eine Meditation oder ein Ritual nehmen. Der Neumond aktiviert die Schicksalsanzeiger-Mondknoten, die auf der kosmischen Beziehungsachse stehen. Im Licht dieser Konstellation können wir unsere Erkenntnisse des vergangenen Sommers bündeln und unsere alten und neuen Liebesbeziehungen nochmal liebevoll anschauen. Was bleibt und was darf sich verabschieden? Interessante Fragen für die Neumond-Meditation wären zum Beispiel: Könnte ich mit meinem Liebespartner auch befreundet sein, wenn wir kein Paar wären? Haben wir ähnliche Interessen? Haben wir ähnliche Werte? Können wir gut kommunizieren und miteinander lachen? Denn das alles bleibt, wenn die Leidenschaft verklungen ist. Und all das erzählen die Konstellationen und mehr noch, sie schenken uns auch noch einen weiteren Happy-End-Aspekt. Dazu komme ich gleich noch. Vorher möchte ich noch erwähnen, dass die Sonnenfinsternis auch Heiler Chiron mit einbindet. Das heißt, wenn in unseren Beziehungen etwas geheilt werden muss, was wir vielleicht verdrängt haben, können wir es nun ganz deutlich wahrnehmen und was daran tun. Auch Lilith ist mit von der Partie, sodass für einige auch Gleichberechtigung und Fairness wichtige Themen werden. Und der Einfluss Plutos bringt auch Machtfragen auf den Tisch. Wer hat das Sagen? Versuchen wir, uns gegenseitig zu dominieren, zu manipulieren oder zu unterminieren? Solche Gedanken und Gefühle können in uns aufsteigen und wir tun gut daran, ihnen Beachtung zu schenken. So kann es nun auch Zeit sein, von Menschen oder Situationen loszulassen oder zumindest auf Abstand zu gehen, wenn sie toxisch für uns sind. Wenn ihr gerade keine Liebespartner habt, dann meditiert über eure anderen Beziehungen, über eure Freundschaften oder die Familie. Weitere Vorschläge und Ideen, welche Themen für die Sternzeichen und Aszendenten von diesem wichtigen Neumond angeregt werden, findet ihr nachher im Sternzeichenteil. Die Energie der Sonnenfinsternis wird uns auch in der Woche drauf noch beschäftigen und wir sollten liebevoll mit uns selbst und anderen umgehen. Während der gesamten Zeit, nämlich vom 5. bis zum 22. Oktober, rauscht Götterbote Merkur in hohem Tempo durch die diplomatische Waage, eifrig bestrebt, Liebes- und Beziehungsbotschaften zu überbringen. Das bedeutet, Kommunikation ist Trumpf.
Auch wenn Situationen kompliziert und verstrickt erscheinen, es lohnt sich, liebevoll darüber zu reden und im Austausch zu bleiben. Wenn es schwierig werden sollte, braucht ihr nicht zu verzagen, denn wie gesagt, die Sterne schenken uns einen Happy-End-Aspekt, bei dem sich Liebesgöttin Venus und Wohltäter Jupiter in Harmonie verbinden. Das ist ein wirklich starkes Omen dafür, dass sich am Ende vieles zum Guten wenden wird und dass wir auch den Sinn in schwierigen Herausforderungen erkennen. Dieser schöne Aspekt begleitet uns vom 14. bis zum 22. Oktober. Er ist auch finanziell vielversprechend. So mancher darf nun mit einem Gewinn oder einer Zuwendung rechnen. In den Tagen darauf steht erneut ein wichtiger Energiewechsel an, wenn nämlich am 22. Oktober erst Merkur und tags darauf dann auch die Sonne in den tiefgründigen Skorpion eintauchen und das Tor zu unseren Seelengeheimnissen öffnen. Damit beginnt am 23. Oktober um 18.20 Uhr die Skorpionsaison, die geheimnisvolle Zeit des Jahres. Die Sterne stehen besonders schön, um zu Samhain Verbindung mit unseren Ahnen aufzunehmen und auch, um unsere seelischen Geheimnisse zu ergründen. Psychologische und therapeutische Gespräche bringen nun vieles in Bewegung. Aber geht bitte ganz behutsam mit der Energie um, denn auch Kämpfer Mars im Skorpion und der mächtige Jupiter gesellen sich dazu. Worte können nun eine einschneidende Wirkung haben, und zwar sowohl eine positive Kraft, nämlich heilende Worte, als auch leider in negativer Hinsicht, also verletzende Worte. Die Konstellationen dieser Tage bis hin zu Halloween können uns außergewöhnliche Erkenntnisse bescheren und stark transformierend wirken, aber wir müssen die Kräfte ganz achtsam und liebevoll handhaben. Dabei hilft uns Saturn, der jetzt wie ein spiritueller Meister darauf achtet, dass die Regeln des Anstands und Respekts eingehalten werden. Höhepunkt dieser kosmischen Energien ist der Vollmond im Stier am 28. Oktober, an dem das halbe Sonnensystem beteiligt ist. Und dazu ist es auch noch eine partielle Mondfinsternis und entfaltet deshalb eine mächtige Wirkung auf unsere Gefühle und unser Bewusstsein. Das ist eine sehr leidenschaftliche Konstellation in den sinnlichen Zeichen Stier und Skorpion, wobei auch der triebhafte Mars beteiligt ist. Und das Beste, was ihr machen könnt, wenn euch der Vollmond um den Schlaf bringt, ist, der Liebe zu dienen oder vielleicht eine Vollmondwanderung zu unternehmen oder meditieren, um euch auf das bevorstehende Ahnenfest Samhain vorzubereiten. Weil dieser Vollmond auf einen Samstagabend fällt, eignet er sich auch gut für eine Halloween-Party, auf der es wahrscheinlich hoch hergehen wird. Aber es gilt weiterhin, dass wir achtsam sein sollten, Gefühle nicht zu verletzen. Denn weil es eine Mondfinsternis ist, wirken die Emotionen viel stärker als sonst. Und wenn man sich mit jemandem streitet, kann es Monate dauern, ehe man darüber hinwegkommt. Deswegen verbringen wir diese magischen Tage am besten mit Menschen, mit denen wir uns gut verstehen und nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen müssen. Mars hat in diesen Tagen eine sehr stark aktivierende Wirkung und wenn ihr euch rund um den Vollmond zu zappelig fühlt, um euch zum Meditieren hinzusetzen, eignet sich auch gut eine Bewegungs- oder Tanzmeditation, um den Kopf frei zu bekommen und ganz tief in die Intuition einzutauchen. Vorschläge und Ideen für eure Vollmondmeditationen gibt's gleich im Sternzeichenteil. Kosmisch gesehen sollten wir am besten vom Vollmond bis zu Halloween am 31. Oktober und Samhain am 1. November durchfeiern oder durchmeditieren. Die Halloween-Sterne stehen gut zum Feiern und Leute treffen, denn die Mondin befindet sich dann in den geselligen Zwillingen. Aber auch eine gemeinsame Meditation oder ein schamanisches Trommelritual mit Gleichgesinnten könnte ich mir gut vorstellen. Ich hoffe, ihr findet etwas Schönes, was eurer Stimmung entspricht, um diesen magischen und transformierenden Monat ausklingen zu lassen. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Oktober und jetzt wollen wir uns den Sternzeichen zuwenden. Schaut ruhig auch in das Zeichen eures Aszendenten und holt die besten Infos aus euren Horoskopen. Und wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen und Widderaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widderaszendenten. Der Oktober lässt euch nach den heißen und emotionalen Sommermonaten ein bisschen runterkühlen und die Sterne lenken den Fokus auf eure Routinen und Gesundheit. Für die Liebe beginnt der Monat aber mit tollen Tendenzen.
Wenn ihr wissen wollt, wie das nächste Jahr für euch wird, dann habe ich einen wichtigen Tipp für euch. 2024 wird ein Jahr der Sonne. Wie wird es für euch? Wo könnt ihr euch entwickeln? Wie geht's in eurer Karriere weiter? Und was macht die Liebe? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in meinem neuen Jahrbuch 2024 in 12 ausführlichen Kapiteln für die Sternzeichen und Aszendenten. Das Jahrbuch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, dann seid ihr die Ersten, die eins in den Händen halten. Mehr Infos zum Buch und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der neue Monat beginnt mit der Sonne in eurem Partnerhaus und auch Kommunikationsplanet Merkur flitzt ab dem 5. Oktober durch eure Beziehungen, allerdings nur für gut 2 Wochen. Für alle Liierten unter euch sind das 2 tolle Wochen, um wichtige Gespräche mit eurem Schatz zu führen. Der Neumond greift dann das Thema später nochmal auf. Falls ihr Single seid und eine neue Partnerschaft angehen möchtet, solltet ihr die Zeit auf jeden Fall nutzen. Meldet euch vielleicht bei einem Speed-Dating an oder lasst die Dating-Apps glühen. Die Tage machen viel her, wenn es ums Kennenlernen und den Austausch heißer Nachrichten geht. Egal ob Single oder liiert, auch für wichtige Gespräche mit anderen bedeutenden Menschen in eurem Leben, wie mit eurem Chef oder engen Freunden, ist die Waage-Saison eine super Zeit. Weil Kämpfer Mars auch noch die erste Monatshälfte hier verbringt, könnten euch sportliche Aktivitäten mit euren Dates oder euren Partnern richtig viel Freude bereiten und es knistert auch erotisch. Die letzten Monate haben die beiden Göttinnen Venus und Lilith euch mit super viel Feuerenergie versorgt und vielleicht habt ihr das ein oder andere kreative Projekt ins Leben gerufen. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ab dem 3. Oktober zieht die wilde Lilith weiter in das Zeichen Jungfrau und bleibt dann hier bis Juni 2024. Und das ist in eurem kosmischen Lebensbereich für Gesundheit, Alltag und Routinen. In diesen Bereichen könntet ihr interessanten Frauen begegnen, deren Lebensstil und Ansichten euch zum Nachdenken anregen. Allerdings kann es im Arbeitsumfeld auch zu Spannungen kommen. Entweder ihr selbst oder eure Kolleginnen wollen eigene Wege gehen und die Abläufe nach eigenem Ermessen gestalten. Vielleicht führt auch eine Schwangerschaft dazu, dass vieles neu organisiert werden muss, was erstmal anstrengend ist. Vielleicht kommen nun auch neue Menschen ins Team, die zwar eigenwillig, aber inspirierend sind. Einen Gesundheitstipp hätte ich noch. Achtet in den kommenden 9 Monaten genau auf die Signale eures Körpers. Denn euer Körper ist der Tempel eurer Seele und das könnt ihr unter dem Einfluss von Lilith besonders deutlich wahrnehmen. Am 9. Oktober wandert dann auch Liebesgöttin Venus für 4 Wochen ins Zeichen Jungfrau. Das ist für alle Widderfrauen eine perfekte Zeit, um ihre Weiblichkeit zu feiern und zu pflegen. Kampfplanet Mars, euer Herrscher, tritt am 12. Oktober in das mystische Zeichen Skorpion ein und bringt für die kommenden 6 Wochen neue Impulse in eure Verbindlichkeiten, Verträge und tiefgehenden Vorhaben. Ihr habt jetzt mehr Power und auch Mut, um unter die Oberfläche zu blicken und Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht auch bei einem Thema, wo ihr euch bisher noch gehemmt gefühlt habt. 2 Tage später, am 14. Oktober, haben wir dann eine mächtige Sonnenfinsternis in eurem Partnerhaus Waage. Und das ist ein magischer Zeitpunkt, um in einer Meditation Energie in eure Beziehungen zu lenken. Konzentriert euch voll und ganz auf die Liebe, eure Beziehungen und wie es für euch laufen soll. Pflanzt den kosmischen Samen und schreibt es am besten auf. Im letzten Monatsdrittel wechselt dann am 22. Oktober erst Denker Merkur und am 23. dann auch die Sonne in den kraftvollen Skorpion, wo sich auch schon euer Herrscher Mars befindet. Dadurch entsteht ein wahres Kraftfeld, was in den kommenden 4 Wochen euer Bedürfnis nach Verbindlichkeit, Mystik und Erotik verstärkt. Besonders sinnlich wird es zum Vollmond am 28. Oktober im genussvollen Zeichen Stier. Die Konstellationen bieten großartige Möglichkeiten, um eure Selbstliebe und das Leben mit Halloween kräftig zu feiern oder um euch in der Stille bei Samhain mit euren Ahnen zu verbinden. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Im Oktober richten die Sterne ihr Scheinwerferlicht auf eure Beziehungen und euer Liebesleben. Außerdem schenkt euch der Kosmos den wichtigsten Vollmond des Jahres in eurem Zeichen, diesmal als besonders mächtige Mondfinsternis.
Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch, wie es im nächsten Jahr weitergeht. 2024 wird ein Jahr der Sonne. Wie wird es für euch? Wo könnt ihr euch entwickeln? Wie geht's in eurer Karriere weiter? Und was macht die Liebe? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in meinem neuen Jahrbuch 2024 in 12 ausführlichen Kapiteln für die Sternzeichen und Aszendenten. Das Jahrbuch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, dann seid ihr die Ersten, die eins in den Händen halten. Mehr Infos zum Buch und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die letzten Wochen und Monate brachten vielleicht die ein oder andere herausfordernde Phase für euch, wenn es um eure Familie oder Zuhause ging. Doch das ändert sich ab Oktober, wenn die beiden Göttinnen Lilith und Venus nacheinander in das Zeichen Jungfrau wechseln und euch dann für die nächsten Wochen und Monate mit unterstützenden und förderlichen Aspekten versorgen. Zuerst wechselt die wilde Lilith am 3. Oktober in euren Lebensbereich für Kreativität, Herzenswärme und Kinder und wird hier bis Juni nächsten Jahres bleiben. Nun kommt wieder mehr Spaß und Lebensfreude auf, falls es in den vergangenen Monaten stressig gewesen sein sollte, vor allem mit Müttern, Töchtern oder Mitbewohnerinnen. Jetzt gelingt es, Gefühle und Situationen, die durch Lilith ausgelöst worden waren, zu integrieren. Dadurch fühlt ihr euch dann sogar erfüllt und bereichert. Wenn ihr künstlerisch arbeitet, kann euch dieser Transit einen wichtigen Kreativitätsschub bringen. Oder ihr beginnt eine heiße neue Liebesaffäre. Lilith wird euch anregen, eure Instinkte und Gefühle mehr zuzulassen und stärker als Quelle der Inspiration wahrzunehmen. Falls ihr Töchter im schwierigen Alter habt, wächst euer Verständnis für sie und ihre Bedürfnisse und ihr findet gute Wege, um sie zu unterstützen. Am 9. Oktober folgt dann Liebesgöttin Venus in die sensible Jungfrau und schenkt euch für die kommenden 4 Wochen wundervolle Momente mit euren Kindern, jüngeren Menschen und kreativen Projekten. Vielleicht bastelt ihr gemeinsam schöne Herbstdekorationen oder beginnt ein neues künstlerisches Herzensprojekt. Am 12. Oktober wechselt Kämpfer Mars in den Skorpion und damit in euer Partnerhaus. Und das bringt für die nächsten 6 Wochen richtig Action in euer Liebesleben und alle anderen wichtigen Seelenbeziehungen. Erotik und Flirten stehen dann hoch im Kurs. Wenn ihr Single seid, könnt ihr faszinierende Typen kennenlernen. Wenn ihr an jemandem jedoch kein Interesse habt, müsst ihr sehr deutlich Nein sagen, denn Mars im Skorpion zeigt Verehrer an, die sich so leicht nicht abschütteln lassen. Allerdings kann es nun auch zu Konflikten in der Partnerschaft kommen, verbunden mit der Gefahr, dass beide auf stur schalten. Gegebenenfalls ist es dann das Beste, heikle Themen auf später zu verschieben und sich durch gemeinsame Aktivitäten wieder anzunähern. Oder auch eure Körper sprechen zu lassen, wenn es trotz unterschiedlicher Meinungen erotisch knistert, was sehr wahrscheinlich ist. 2 Tage später haben wir dann den Neumond als mächtige Sonnenfinsternis im harmonischen Zeichen Waage. Das ist der Samstag, der 14. Oktober. Und das aktiviert euren Lebensbereich von Alltag, Gesundheit und auch Routinen. Wer oft gehetzt oder gestresst durch den Tag eilt, könnte die Energie dafür nutzen, um in einer Neumond-Meditation über eine bessere Struktur in den täglichen Abläufen zu sinnieren. Oder auch, um Ziele und Wünsche für einen achtsameren Tagesablauf aufzuschreiben und das dann immer mal wieder nachzulesen. Am 22. Oktober wechselt Kommunikationsplanet Merkur dann in euer Partnerhaus Skorpion und für die nächsten 4 Wochen könntet ihr leicht auf Wolke 7 abheben, vor allem wenn die Sonne einen Tag später ab dem 23. Oktober ebenfalls in eurem Liebesleben mitmischt. Ihr seid dann in flirty und sinnlicher Stimmung, was seinen Höhepunkt am 28. Oktober findet, wenn wir den Vollmond in eurem Zeichen Stier haben. Die Energie des Mondes ist auch noch besonders intensiv, weil es sich um eine Mondfinsternis handelt. Egal, ob ihr an dem Wochenende ausgelassen Halloween feiert oder ob ihr euch in einem spirituellen Ritual mit euren Ahnen zu Samhain verbindet, ihr könnt die intensiven Energien gut absorbieren und für euch nutzen. Als Gastgeber könntet ihr eine besonders ausgelassene und sinnliche Feier veranstalten, die allen noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, die Sterne geben dafür auf jeden Fall schaurig grünes Licht. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.
Hallo, ihr fröhlichen Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Die Göttinnen Venus und Lilith besuchen ab Oktober euren Lebensbereich der Familie und Heimat. Der Monat bringt euch viele kreative Impulse, die den Herbst für euch richtig bunt machen. Zwei Finsternisse machen den Oktober noch intensiver. Falls ihr neugierig seid, was euch im neuen Jahr erwartet, habe ich hier noch einen Tipp für euch. 2024 wird ein Jahr der Sonne. Wie wird es für euch? Wo könnt ihr euch entwickeln? Wie geht's in eurer Karriere weiter? Und was macht die Liebe? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in meinem neuen Jahrbuch 2024 in 12 ausführlichen Kapiteln für die Sternzeichen und Aszendenten. Das Jahrbuch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, dann seid ihr die Ersten, die eins in den Händen halten. Mehr Infos zum Buch und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die Sonne steht im charmanten Zeichen Waage und das fördert eure luftige Zwillinge-Energie. Ihr seid mental angeregt und freut euch, Zeit mit euren Kindern oder jüngeren Menschen zu verbringen, am liebsten sportlich in der Natur bei einer Herbstwanderung oder künstlerisch bei schlechtem Wetter. Ab dem 3. Oktober beginnt eine spannende Phase mit euren Töchtern oder Mitbewohnerinnen, wenn die wilde Göttin Lilith in euren Bereich der Familie und des Zuhauses einzieht. Für die nächsten 9 Monate wird sie euch immer wieder dazu auffordern, euch für mehr Gleichberechtigung in eurem Heim einzusetzen. Womöglich habt ihr auch mit wilden Töchtern oder Mitbewohnerinnen zu tun, die ihre eigenen Wege gehen und sich nicht rechtfertigen wollen für das, was sie tun. Ihr müsst euch dann gegenseitig mehr Freiraum lassen und gleichzeitig sollten alle Verantwortung übernehmen, damit der Laden zu Hause läuft. Die andere große Göttin, Venus, wandert am 9. Oktober in die Jungfrau und wird das Thema Liebe und auch Geld in eure Häuser und Familien bringen. Das regt euch an, etwas Hübsches für euer Heim zu kaufen und zu dekorieren oder auch liebevolle Stunden mit eurer Familie zu verbringen. Denkt nur dran, nicht von anderen zu erwarten, dass sie das tun, was ihr gerne hättet, sondern selbst mit anzupacken. Denkplanet Merkur wechselt am 5. Oktober in die Waage und bringt euch anregende Gespräche mit eurem Nachwuchs. Allerdings zieht er nach 2 Wochen schon weiter. Schlag auf Schlag geht es dann auch weiter. Am 12. Oktober geht Kämpfer Mars für 6 Wochen in den kraftvollen Skorpion und motiviert euch zu mehr Sport und Dynamik in eurem Alltag. Mit großer Intensität könntet ihr euch jetzt zum Beispiel einem Sportprogramm oder einer Diät widmen und Anwendungen wie Schröpfen oder Akupunktur sind jetzt besonders wirksam. Auch in eurem beruflichen Alltag könnt ihr die Power jetzt gut nutzen und Liegengebliebenes aufarbeiten. Für tiefgehende Analysen habt ihr jetzt mehr Geduld und ihr könntet einem beruflichen Problem auf den Grund gehen und Lösungen finden. Nur 2 Tage später, am 14. Oktober, haben wir den Neumond im Zeichen Waage und das ist ein ganz besonderer Neumond, weil es sich um eine Sonnenfinsternis handelt. Die Energie ist deswegen sehr intensiv und Rituale können besonders stark wirken. Das ist ein super Zeitpunkt für euch, um in einer Meditation eure Kreativität zu fördern und eure Herzenswärme zum Strahlen zu bringen. Falls ihr einen Kinderwunsch habt, wäre dieser Tag eine tolle Gelegenheit, um einen solchen Wunsch an das Universum zu richten oder gleich zur Tat zu schreiten. Auch eine Bitte um kreative Inspiration wäre ein passendes Thema. Im letzten Monatsdrittel haben wir noch 2 weitere Wechsel in den geheimnisvollen Skorpion, nämlich erst Denkplanet Merkur am 22. Oktober und dann am 23. Oktober auch die Sonne. Und dann beginnt die Skorpionsaison. Für euch bedeutet das in den kommenden Wochen viel Fokus auf euren Alltag und eure Gesundheit. Passt ein bisschen auf euch auf, was Erkältungen und Infektionen angeht. Gleichzeitig könnt ihr aber auch viel Power und Motivation zum Sport haben, wenn Sonne und Merkur sich mit dem kraftvollen Mars treffen. Am 28. Oktober ist Vollmond im Stier und der kann euch intensive Fantasien, aber auch das Bedürfnis nach Rückzug und Entkopplung bringen. Der Vollmond ist besonders mächtig, weil es sich um eine Mondfinsternis handelt, an der das halbe Sonnensystem beteiligt ist. Viel passender kann es ja eigentlich gar nicht werden, um Samhain oder auch Halloween zu feiern. Da sich das Ganze bei euch im Haus der Mystik selbst entfaltet, könntet ihr zum Beispiel um Visionen, Bitten oder vermehrt Traumbotschaften in diesen Tagen erhalten. Auch für Rituale, die eure Ahnen ehren oder die euch mit eurer inneren Führung verbinden, sind es wundervolle und magische Tage.
Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Im Oktober solltet ihr das erste Monatsdrittel für eure Finanzen und geschäftliche Termine nutzen. Ab Mitte des Monats richtet die Sonnenfinsternis den Fokus auf eure Familien und eure Heimat. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher werfen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft. 2024 wird ein Jahr der Sonne. Wie wird es für euch? Wo könnt ihr euch entwickeln? Wie geht's in eurer Karriere weiter? Und was macht die Liebe? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in meinem neuen Jahrbuch 2024 in 12 ausführlichen Kapiteln für die Sternzeichen und Aszendenten. Das Jahrbuch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, dann seid ihr die Ersten, die eins in den Händen halten. Mehr Infos zum Buch und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des Monats stehen die Sterne sehr günstig, wenn es um eure Finanzen und Verhandlungen geht. Da solltet ihr die Tage bis zum 9. Oktober nutzen, denn die Venus in ihrer Eigenschaft als Wohltäterin unterstützt euch dabei, Gelder zu mobilisieren. Traut euch ruhig, ein bisschen forscher als sonst zu sein, das kann nicht schaden. Die wilde Göttin Lilith betritt am 3. Oktober das sanfte Zeichen Jungfrau und wird von hier aus für die nächsten 9 Monate euer Interesse am Lernen und Studieren fördern. Studien oder Vorträge, die sich um die Themen Gleichberechtigung und Naturschutz drehen, werden dann vermehrt eure Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Göttin pusht euer Interesse zu lernen und zu verstehen, wie die Welt gerechter und fairer werden kann. Liebesgöttin Venus wechselt am 9. Oktober ebenfalls in die Jungfrau und verleiht eurer Kommunikation einen sinnlichen und verführerischen Touch. Derweil huscht Götterbote Merkur im rasanten Tempo durch die Waage und lenkt eure Gedanken und Gespräche auf die Themen Heimat und Familie. Das wird euch sicher viel Freude bereiten, denn ihr seid ja sehr heimatverbunden und das fühlt sich dann richtig gut an. Bevor wir am 14. Oktober den Neumond im charmanten Zeichen Waage haben, wechselt unser innerer Kämpfer Mars am 12. für 6 Wochen in den kraftvollen und tiefschürfenden Skorpion. Das ist für euch eine tolle und elektrisierende Energie, die euch mit einem ganz besonderen Zauber erfüllt. Euch umgibt dann eine gewisse erotische Aura, der man sich kaum entziehen kann. Liebevoll seid ihr ja immer, aber mit diesem sinnlichen Unterton wird es sicher einige heiße Stunden oder zumindest prickelnde Flirtmomente geben. Und da ist es dann auch egal, ob ihr fest liiert seid, am Daten oder euch nur eine Freude damit macht, den Verkäufer in der Bäckerei um den Finger zu wickeln. Probiert euch mit dieser verspielten Energie ruhig mal aus. Gut geeignet wären auch Kunstprojekte oder andere Arten, eure kreativen Impulse auszuleben. Ein bisschen jenseits der Grenze darf es gerne sein. Wenn wir den Neumond mit der Sonnenfinsternis am 14. Oktober in der Waage haben, ist das ein besonderes Highlight für euch, wenn es um eure Familien und eure Heimat geht. Wenn wir den Neumond am 14. Oktober in der charmanten Waage haben, ist das ein besonderes Highlight für euch, wenn es um eure Familien und eure Heimat geht. Der Neumond ist eine Sonnenfinsternis und wirkt deswegen besonders stark. Falls ihr ein Ritual machen wollt, wäre der Tipp der Sterne, euch mit eurer Heimat und eurem inneren Kind zu verbinden. Visualisiert, wie Wurzeln aus eurer Wirbelsäule in den Boden wachsen und sich hier mit der Erde verbinden. Egal wie unstet oder unsicher das Außen manchmal ist, ihr seid immer gehalten im Schoß von Mutter Erde. Der Kosmos behält ein schnelles Tempo bei. Merkur wechselt bereits am 22. Oktober und einen Tag später, nämlich am 23., auch die Sonne in den mystischen Skorpion. Ihr seid dann super motiviert, egal ob es um private oder berufliche Themen geht. Ihr seid magisch. Zum Monatsende haben wir dann den Vollmond am 28. Oktober im Stier, der gleichzeitig eine Mondfinsternis ist und an dem sich das halbe Sonnensystem beteiligt. Die Energie ist deswegen besonders stark und das beeinflusst euch mondhafte Wesen dann nochmal mehr. Gleichzeitig ist das auch die Einleitung für Samhain oder auch Halloween genannt, das große Fest der Ahnen, wo der Schleier zwischen den Welten sich bekanntermaßen ein wenig lüftet. Wenn ihr im Licht des Vollmonds, der auf einen Samstag fällt, auf einem Fest seid, werdet ihr sicher einen rauschenden, sinnlichen und geselligen Abend mit euren Freunden genießen können.
Der Mond lädt zur Ausschweifung ein. Wenn ihr auf eine Party eingeladen seid oder eine feiern wollt, solltet ihr unbedingt hingehen. Doch wenn euch der Sinn nicht nach Gesellschaft steht, könnt ihr euch auch wunderbar in der Stille mit euren Ahnen verbinden. Zapft die Energien auf jeden Fall an. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Die Göttinnen Venus und Lilith verlassen nach langen Monaten euer Zeichen und ich bin mir sicher, ihr habt aufregende und einzigartige Zeiten erlebt. Nun ist erneut mächtig viel los am Sternenhimmel. Eure Finanzen und eure Heimat werden wichtige Themen in diesem Monat. Wenn ihr wissen wollt, wie es nächstes Jahr weitergeht, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für euch. 2024 wird ein Jahr der Sonne. Wie wird es für euch? Wo könnt ihr euch entwickeln? Wie geht's in eurer Karriere weiter? Und was macht die Liebe? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in meinem neuen Jahrbuch 2024 in 12 ausführlichen Kapiteln für die Sternzeichen und Aszendenten. Das Jahrbuch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, dann seid ihr die Ersten, die eins in den Händen halten. Mehr Infos zum Buch und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die diplomatische Waage-Energie zu Beginn des neuen Monats macht euch charmant und eloquent. Falls ihr Termine habt oder knifflige Gespräche führen müsst, dann macht euch in den ersten Oktobertagen schon mal ein Konzept, falls ihr frei habt, bevor die beiden Göttinnen nach und nach in euer Nachbarzeichen Jungfrau wechseln. Am 3. Oktober wandert erst Lilith und am 9. ihre Schwester Venus in die Jungfrau und damit in euren Lebensbereich für Werte und Finanzen. Das fühlt sich vielleicht so an, als würde mit dem Ende des Sommers auch das Feuer in eurem Inneren ein bisschen sanfter werden. Lilith wird euch für die nächsten 9 Monate vielleicht zu unkonventionellen Geldanlagen motivieren oder euch die Frage stellen, wie wichtig Geld eigentlich für euer Leben ist. Braucht ihr Geld, um euch frei zu fühlen und unabhängig zu sein? Oder ist es für euch mehr ein Statussymbol oder müsst ihr euch dafür abrackern? Lilith wird euch daran erinnern, euch nicht aus finanziellen Gründen zu verbiegen, sondern euch treu zu bleiben. Bei Investitionen wird es euch wichtiger werden, dass euer Geld auch was Gutes tut. Vielleicht wollt ihr auch die Arbeit von Freundinnen finanziell unterstützen. Gleichzeitig mit den Göttinnen wechselt auch Denkplanet Merkur am 5. Oktober das Zeichen. Er flitzt innerhalb von nur 2 Wochen durch die Waage und das ist toll für einen charmanten Austausch und heißes Liebesgeflüster. Kampfplanet Mars wechselt am 12. Oktober in den tiefgründigen Skorpion. Und das kann für die kommenden 6 Wochen einige stressige Momente mit den Männern in eurem Haushalt oder auch eurem Vermieter bedeuten. Günstig ist dieser Mars, falls ihr zum Beispiel eine Renovierung plant. Jetzt habt ihr die Kraft und die Nerven dafür. 2 Tage später, am 14. Oktober, findet der Neumond im Zeichen Waage statt. Und der wirkt besonders stark, weil es zugleich eine Sonnenfinsternis ist. Das wäre eine tolle Gelegenheit, um euch in einer Neumond-Meditation auf die Art und Weise zu besinnen, wie ihr kommuniziert. Eine der großen Aufgaben für euch ist es, zu lernen, dass eure großherzige Seite oft der bessere Weg ist, euren Willen durchzusetzen, als mit purer Lautstärke. Ihr könnt die Neumond-Energie wunderbar nutzen, um euch darauf zu konzentrieren, mit Charme und Großzügigkeit und gemeinsam mit anderen etwas zu erreichen und voranzukommen. Wenn Merkur am 22. Oktober in das mystische Zeichen Skorpion eintritt und die Sonne am nächsten Tag schon folgt, beginnt für euch eine familiäre Zeit, in der ihr eine tiefe Verbindung mit euren Wurzeln und eurer Familie herstellen könnt. Nun sind intensive und tiefgründige Gespräche mit eurer Familie sehr ergiebig. Aber achtet darauf, dass das nicht in Streitereien ausartet, denn der Mars kann euch gereizt machen. Genießt diese Phase lieber, denn sie stärkt eure Wurzeln, euren Heimatbezug und euren inneren Kern. Zum Monatsende wird nicht nur Samhain oder auch Halloween gefeiert, sondern wir haben auch den Vollmond im sinnlichen Zeichen Stier am 28. Oktober. Der Vollmond ist besonders mächtig, weil er sich als Finsternis zeigt. Das Wochenende ist wie gemacht, um eine tolle Party zu haben und dort Zeit zu verbringen. Weil der Vollmond Fragen rund um eure persönliche Berufung aufwerfen kann, wäre es auch eine super Möglichkeit, um euch zu Samhain mit euren Ahnen und dem Weg eurer Seele zu verbinden.
Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr euch da auf dem richtigen Weg befindet, können euch vielleicht die, die vor euch da waren, in diesen magischen Tagen helfen. Denn die Grenze zwischen den Welten ist dann besonders durchlässig. Fragt in einem Ritual zum Beispiel um Beistand aus der geistigen Welt und ich bin mir sicher, eure Ahnen werden antworten. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Vorhang auf für euren großen kosmischen Auftritt. Lilith, die wilde, weise Göttin, wird ab Oktober und bis Ende Juni 2024 durch euer Zeichen wandern und euch dabei helfen, eine mutigere, authentischere und stärkere Version von euch selbst zu werden. Für weitere wichtige Tendenzen im neuen Jahr habe ich hier noch einen Tipp für euch. 2024 wird ein Jahr der Sonne. Wie wird es für euch? Wo könnt ihr euch entwickeln? Wie geht's in eurer Karriere weiter? Und was macht die Liebe? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in meinem neuen Jahrbuch 2024 in 12 ausführlichen Kapiteln für die Sternzeichen und Aszendenten. Das Jahrbuch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, dann seid ihr die Ersten, die eins in den Händen halten. Mehr Infos zum Buch und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die wilde Göttin Lilith wandert am 3. Oktober in euer Zeichen und wird dort bis Ende Juni 2024 bleiben. In dieser langen Phase werdet ihr viel über euch selbst und euren Bezug zur Welt lernen. Lilith wird euch immer wieder dazu auffordern, eure eigene Wahrheit zu sprechen und weckt in euch den Wunsch, euch stärker abzugrenzen, wenn man euch ausnutzen will. Vielleicht konfrontiert sie euch auch mit tiefen Gefühlen, die ihr verdrängt, um zu funktionieren und nicht aufzufallen. Doch unter Liliths Einfluss wird es Zeit, euch endlich den Freiraum zu nehmen, der euch zusteht. Der Transit von Lilith wird vom 9. Oktober bis zum 8. November von Liebesgöttin Venus begleitet, die euch einen unwiderstehlichen Schimmer verleiht. Jungfrau-betonte Menschen sagt man ja gerne nach, sie seien eher zurückhaltend und vorsichtig, aber das wird sich mit dem Einfluss der beiden Göttinnen wahrscheinlich ändern. Euer Charisma wächst, gerade auch dann, wenn ihr wählerisch seid und auch mal Nein sagt. Die Singles unter euch werden feststellen, wie andere sich zu ihnen hingezogen fühlen. Und in euren bestehenden Beziehungen, egal ob privat oder beruflich, zeigt ihr euch wahrscheinlich von einer neuen, faszinierenden und vielleicht sogar rätselhaften Seite. Neben den beiden Göttinnen huscht Merkur vom 5. bis zum 22. Oktober durch die Waage. Eure Gedanken sind dann genauso flink wie der Götterbote, ganz nach eurem Geschmack. Ihr durchschaut einfach alles und das gefällt euch, also erfreut euch an euren Geistesblitzen. Spannend wird es, wenn Kämpfer Mars am 12. Oktober in den mystischen Skorpion wechselt und wir 2 Tage später den Neumond in der Waage haben. Das ist ein besonders kraftvoller Neumond, weil es sich um eine Sonnenfinsternis handelt. Rituale und Meditationen wirken dadurch stärker als sonst. Ihr seid dann bereit, für die Wahrheit, das Wissen und das Lernen auch zu kämpfen und mutig einzustehen. Und dabei hilft euch auch Mars. Gleichzeitig fragt euch der Neumond, worüber ihr euren Selbstwert definiert. Ihr seid mehr als nur klug und vorsichtig. Schenkt euch an diesem Tag eine extra Portion Selbstliebe. Ihr seid wertvoll, einfach weil ihr existiert, ohne anderen zu Diensten zu sein. Euer Herrscher Merkur reist am 22. Oktober weiter in den tiefgründigen Skorpion und nur einen Tag später, am 23. folgt dann auch die Sonne und die Skorpionsaison beginnt. Das befeuert euer Interesse an allem, was jenseits des Sichtbaren liegt. Falls ihr dann besonders viel Lust auf True Crime Podcasts oder schaurige Geschichten habt, würdet ihr die Stimmung perfekt nutzen. Achtet nur darauf, dass eure Worte nicht zu spitz oder scharf werden. Ihr weist ja gerne euer Umfeld darauf hin, wie man dieses oder jenes besser machen kann. Aber der Stachel des Skorpions spitzt eure Worte weiter zu und dann könntet ihr wie ein Scharfschütze in den wunden Punkt eures Umfelds treffen, ohne das Böse gemeint zu haben. Einfach nur, weil ihr es könnt. Zum Monatsende feiert unser Sonnensystem eine kleine Party, wenn wir den Vollmond am Samstagabend, den 28. Oktober, im genussvollen Zeichen Stier haben und sich viele Planeten eng verbinden. Außerdem handelt es sich um eine Mondfinsternis, was die Energie an dem Wochenende nochmal deutlich verstärkt. Vielleicht nutzt ihr die Zeit auf Reisen
um beispielsweise eine Party zu Halloween mit Freunden zu besuchen. Oder ihr zelebriert Samhain, das alte Ritual zu Ehren der Ahnen. Egal, ob ihr den Vollmond und die darauffolgenden Tage allein oder gesellig verbringt, ihr solltet auf jeden Fall einen Dank für all die aussprechen, die vor euch da waren. Eure Worte gehen tief in diesen Tagen und die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten ist zu diesem Punkt im Jahr besonders durchlässig. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr charmanten Waagegeborenen und Waage-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Oktober Geburtstag habt. Die Sterne schenken euch einen besonders mächtigen Neumond in eurem Zeichen, der die Kraft besitzt, neue Weichen in allen Lebensbereichen zu stellen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher werfen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft. 2024 wird ein Jahr der Sonne. Wie wird es für euch? Wo könnt ihr euch entwickeln? Wie geht's in eurer Karriere weiter? Und was macht die Liebe? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in meinem neuen Jahrbuch 2024 in 12 ausführlichen Kapiteln für die Sternzeichen und Aszendenten. Das Jahrbuch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, dann seid ihr die Ersten, die eins in den Händen halten. Mehr Infos zum Buch und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Oktober beginnt nicht nur euer neues Lebensjahr, es beginnt auch ein neuer kosmischer Zyklus, wenn die wilde Göttin Lilith am 3. Oktober ins sensible Zeichen Jungfrau wechselt. Von hier aus wird sie bis Juni nächsten Jahres ihr Licht auf eure spirituellen Kräfte werfen und euch dabei unterstützen, mehr über euch selbst zu lernen. Am 9. Oktober folgt dann eure Herrscherin, die Venus, und begleitet Lilith für 4 Wochen. Beide zusammen lenken den Fokus auf eure innere und spirituelle Entwicklung und auch auf die spirituelle Liebe zu euch selbst oder auch zu anderen, die euch wichtig sind. Lilith steht euch dann in den kommenden 9 Monaten als innere Schamanin zur Verfügung. Ihre instinktiven Urkräfte erscheinen euch vielleicht durch Träume und Eingebungen. Wenn ihr spirituell arbeitet, stärkt dieser Transit die Kraft eurer Rituale. Vielleicht entwickelt ihr auch einen neuen Bezug zur Magie der Natur und könnt ihre Kräfte für euch entdecken. In der Zeit zwischen dem 5. und dem 21. Oktober ergibt sich für euch eine tolle Phase, in der euch Götterbote Merkur in der Waage dabei unterstützt, wichtige Gespräche zu führen, egal ob es sich um private oder geschäftliche Termine handelt. Eure charmante Energie ist verstärkt und es ist leicht für euch, eure Ziele zu verfolgen und in die Tat umzusetzen. Für eure Finanzen beginnt am 12. Oktober eine interessante Zeit, wenn Kämpfer Mars in den Skorpion weiterzieht und seine Energie auf euer Geld und euren Selbstwert richtet. Die nächsten 6 Wochen unterstützt er euch dabei, Gelder zu bekommen, die euch zustehen, zum Beispiel falls ihr noch Außenstände habt. Und er schenkt euch Mut bei Finanzverhandlungen. Bedingung ist aber, dass ihr auch selbst eure Rechnungen begleicht und Ratenzahlungen einhaltet. Der Neumond am 14. Oktober in eurem Zeichen ist besonders mächtig, weil es sich um eine Sonnenfinsternis handelt. Für euch ist das sowieso der wichtigste Neumond im ganzen Jahr, aber dieses Mal kann es zu großen Veränderungen und Neuausrichtungen in eurem Leben kommen. Ich würde euch raten, an dem Tag nicht nur eine Meditation durchzuführen, um euch mit der Energie zu verbinden, sondern auch alles aufzuschreiben, was sich ändern darf. Wichtig ist hier, dass ihr mit dem Gefühl von Liebe und Dankbarkeit schreibt und Samen pflanzt, die euer Sein schöner, liebevoller und reicher machen. Eure Gedanken lenken eure Energie, deswegen ist es so wichtig, euch auf die Fülle und nicht auf den Mangel zu konzentrieren. Jeden Tag bin ich gesünder und glücklicher, wäre zum Beispiel ein schönes, positiv formuliertes Mantra. Weil die Energie ziemlich stark wirkt, könntet ihr euch auch erschöpft und ausgepowert fühlen. Schlaft also auf jeden Fall genug. Am 23. Oktober um 18:20 Uhr verlässt die Sonne euer Zeichen, Hand in Hand mit Götterbote Merkur und beide wandern dann in den mystischen Skorpion, wo sie bereits von Mars erwartet werden. Diese geballte Planetenkraft unterstützt euch in den kommenden 4 Wochen weiterhin bei allen Fragen rund um das Thema Geld und euer Selbstwertgefühl und kann euch eine finanziell günstige Phase bescheren. Weil Finsternisse immer paarweise auftreten, haben wir, bevor der Monat zu Ende geht, am 28. Oktober noch eine Mondfinsternis.
Das ist ein mächtiger Vollmond im erdverbundenen Zeichen Stier, der euren Lebensbereich für Verbindlichkeiten, Tiefe und Verträge aktiviert. Seine mystische Energie öffnet das Tor für Halloween oder auch Samhain und die Grenze zur geistigen Welt wird besonders durchlässig. Vielleicht feiert ihr ja mit euren Freunden eine schön schaurige Halloween-Party und findet auch noch die Zeit, um euch mit euren Ahnen in der Stille zu verbinden. Dann habt ihr aus dem Monat wirklich alles rausgeholt, was der Kosmos zu bieten hat. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr tiefschürfenden Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Oktober Geburtstag habt. Der Monat bringt euch viel Planetenpower und ihr könnt magisch arbeiten, wenn die Mondfinsternis den Liebesbereich eures Horoskops aktiviert. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen wichtigen Tipp, falls ihr wissen möchtet, wie es im neuen Jahr für euch weitergeht. 2024 wird ein Jahr der Sonne. Wie wird es für euch? Wo könnt ihr euch entwickeln? Wie geht's in eurer Karriere weiter? Und was macht die Liebe? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in meinem neuen Jahrbuch 2024 in 12 ausführlichen Kapiteln für die Sternzeichen und Aszendenten. Das Jahrbuch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, dann seid ihr die Ersten, die eins in den Händen halten. Mehr Infos zum Buch und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats seid ihr vielleicht in eher zurückgezogener Stimmung und euch könnte der Sinn nach mehr Ruhe und Stille stehen, bevor euer neues Lebensjahr beginnt. Dieser Modus hält aber nicht lange an, denn die beiden Göttinnen Lilith und Venus besuchen ab dem 3. bzw. 9. Oktober euren Lebensbereich von Freundschaften, Vereinen und sozialen Kontakten. Lilith wird euch mit spannenden Frauen und unangepassten Menschen in Verbindung bringen, die euch auf eurem Seelenweg weiterhelfen. Und das bis nächsten Juni. Für alle, die sich verlieben möchten, gibt es hier eine tolle Phase zwischen dem 9. Oktober und dem 8. November, wenn Liebesgöttin Venus ihre Schwester Lilith bei der Reise durch euren Freundschaftsbereich begleitet. Hier könnt ihr bei privaten Aktivitäten jemanden kennenlernen. Toll für euch, wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft seid. Achtsamkeit ist jedoch geboten, wenn ihr eigentlich fest liiert seid und es plötzlich mit einem neuen Vereinsmitglied anfängt zu kribbeln. Während die beiden Göttinnen ihre neuen Plätze einnehmen, flitzt Kommunikationsplanet Merkur am 5. Oktober in das Zeichen Waage und aktiviert für 2 Wochen eure Fantasie und Spiritualität. Vielleicht habt ihr dann bunte und bildhafte Träume oder starke Eingebungen. 2 Tage bevor wir den Neumond im Zeichen Waage haben, wechselt Kämpfer Mars am 12. Oktober in euer Zeichen Skorpion und wird für die nächsten 6 Wochen eure Vitalität und Durchsetzungskraft stärken. Auch für sportliche Aktivitäten ist es eine tolle Phase. Ihr habt einfach super viel Energie. Und die männlichen Skorpiongeborenen und Aszendenten haben für die nächsten 6 Wochen eine verstärkt maskuline und sexy Ausstrahlung. Am 14. Oktober haben wir dann Neumond in der Waage und der ist sehr intensiv, weil es sich um eine Sonnenfinsternis handelt. Ihr könntet jetzt wichtige Traumbotschaften empfangen und euer Draht zum Universum ist besonders gut. Falls ihr euch in einer Meditation zum Neumond mit eurer inneren Quelle verbinden wollt, wäre das ein idealer Zeitpunkt. Am 23. Oktober um 18.20 Uhr wandert die Sonne in euer Zeichen Skorpion, begleitet von Kommunikationsplanet Merkur. Und die nächsten 4 Wochen werden eine tolle Zeit für euch, wenn es um Kommunikation oder Flirten geht. Für wichtige Gespräche wie Gehaltsverhandlungen oder Dates ist es eine super Phase. Ihr seid überzeugend, bestechend und dabei doch charmant. Und ihr strahlt nur so auf eure tiefgründige, sinnliche Art und zieht jeden in euren Bann. Der Vollmond in eurem Partnerhaus Stier am 28. Oktober ist der wichtigste Vollmond des Jahres, wenn es um eure Partnerschaften und Beziehungen geht. Es handelt sich um einen besonders mächtigen Tag, weil es gleichzeitig eine Mondfinsternis ist. Da wirken die Energien besonders stark. Es wäre ein guter Tag, um sich mit dem Thema Liebe und Partnerschaft, aber auch allen anderen Arten von Seelenverträgen zu beschäftigen. Wenn ihr in einer Liebesbeziehung seid, ist es eine gute Möglichkeit, diese zu vertiefen und mehr an Stabilität und gemeinsamem Wachstum zu erreichen.
Und für alle Singles unter euch, die gerne jemanden kennenlernen möchten, kann es auf einer Halloween-Party oder eurer Geburtstagsfete ordentlich knistern. Und wer kann euch an eurem persönlichen Feiertag schon widerstehen? Auch die Beziehung zu euren Ahnen könnte für euch in den Mittelpunkt rücken, gerade wenn ihr euch mehr für das traditionelle Samhain-Ritual interessiert und weniger für die populär verbreitete Halloween-Variante. Der Schleier zwischen den Welten der Lebenden und Toten ist ja besonders durchlässig in diesen Tagen und vielleicht könnt ihr tiefgründige Erkenntnisse über die Muster und Themen eurer Familien gewinnen. Bleibt auf jeden Fall offen, sowohl für das Sinnliche als auch für das Übersinnliche. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr charmanten Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Euer Beruf und eure Berufung werden im Oktober viel kosmische Schubkraft bekommen. Falls ihr euch zum Beispiel gerne selbstständig machen würdet, rückt der richtige Zeitpunkt jetzt in Reichweite. Oder doch lieber erst im neuen Jahr? Dann ist dieser Tipp interessant für euch. 2024 wird ein Jahr der Sonne. Wie wird es für euch? Wo könnt ihr euch entwickeln? Wie geht's in eurer Karriere weiter? Und was macht die Liebe? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in meinem neuen Jahrbuch 2024 in 12 ausführlichen Kapiteln für die Sternzeichen und Aszendenten. Das Jahrbuch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, dann seid ihr die Ersten, die eins in den Händen halten. Mehr Infos zum Buch und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der neue Monat beginnt für euch mit Fokus auf eure sozialen Strukturen, Freundeskreisen und Vereinen. Genießt es, denn die beiden Göttinnen Venus und Lilith wechseln jetzt eine nach der anderen in euren Lebensbereich der Öffentlichkeit, Karriere und eurer Berufung und bald habt ihr sicher volle Schreibtische und viel zu tun. Zuerst wechselt die wilde Lilith am 3. Oktober und wird hier bis Juni nächsten Jahres bleiben. Dieser spannende Transit wird euch in den nächsten 9 Monaten in eurem öffentlichen Leben mit interessanten, unangepassten und vielleicht auch herausfordernden Frauen in Kontakt bringen, von denen ihr viel lernen könnt. Es ist auch eine gute Phase, um euch für mehr Freiheit und Gleichberechtigung in eurem Berufsleben einzusetzen oder um euch selbstständig zu machen, auch wenn das zeitweise anstrengend sein kann und ihr vielleicht kämpfen müsst. Es lohnt sich, denn ihr kommt dabei eurem wahren inneren Kern näher. Liebesgöttin Venus folgt am 9. Oktober ins Zeichen Jungfrau und wird euch für die nächsten 4 Wochen viel prickeln im Büro oder auch eine erfolgreiche Phase für eure Geschäfte bringen. Mit Kollegen oder Kolleginnen könnte es jetzt flirty werden und es ist eine fruchtbare Phase für Verhandlungen oder Kundentermine. Achtet nur darauf, nicht die Eifersucht von Kollegen oder eurem Chef heraufzubeschwören. Derweil huscht Merkur zwischen dem 5. und dem 21. Oktober durch euren Freundeskreis und eure sozialen Kontakte und bringt euch sicher den einen oder anderen spannenden Gesprächsabend. Kurz vor dem Neumond am 14. Oktober wechselt Kämpfer Mars am 12. in den tiefgründigen Skorpion und aktiviert damit euren Bereich für Rückzug und Fantasie. Ihr seid dann vielleicht nicht ganz so energiegeladen und das Sportprogramm geht nicht ganz so flink wie sonst, aber das macht auch nichts. Ihr seid ja sonst bei der Fitness immer mit die Fleißigsten. Da ist so eine kleine Pause nicht verkehrt. Am 14. Oktober haben wir den Neumond im harmonischen Zeichen Waage und der wirkt besonders intensiv, weil es sich um eine Sonnenfinsternis handelt. Für euch ist es ein super Zeitpunkt, um euch in einer Meditation mit eurem sozialen Netz zu verbinden. Freundschaften und Bekannte sind eine große Freude in unserem Leben. Dankbarkeit für all die tollen Menschen in eurem Umfeld wäre ein schönes Thema. Das gilt übrigens auch dann, wenn ihr euch mehr Kontakte oder neue soziale Gruppen wünschen solltet. Richtet hier eure Wünsche direkt ans Universum. Denkplanet Merkur und die Sonne wechseln diesmal quasi Hand in Hand in das mystische Zeichen Skorpion, und zwar am 22. und 23. Oktober. Damit wird euer Lebensbereich für Rückzug und Träume aktiviert, wo auch schon Mars steht. Achtet mal in den nächsten Wochen drauf, was für Botschaften ihr so im Schlaf empfangt. Es kann auch sein, dass ihr ein größeres Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug verspürt und euch öfter mal entkoppeln müsst. Gönnt euch das. Ende November wechselt ja die Sonne in euer Zeichen
Und dann geht die Partysaison wieder richtig los für euch. Bevor der Oktober endet, haben wir noch einen super intensiven Vollmond am 28. im sinnlichen Zeichen Stier. Und das ist dann eine Mondfinsternis, die deswegen besonders intensiv wirkt. Der Vollmond öffnet das Tor zu Halloween oder Samhain. Das ganze Wochenende und die kommenden Tage sind ideal, um euch mit euren Ahnen und Wurzeln zu verbinden. Egal, ob ihr auf eine schaurige Party geht oder euren Vorfahren in aller Stille gedenkt, achtet auf jeden Fall auf eure Intuition und euer Gefühl. Eure Übersinnlichkeit wird gestärkt und wenn euch entgegen eurer eigentlichen Absicht der Sinn nach kuscheligen Stunden auf dem Sofa steht, mit Popcorn und jeder Menge Gruselfilmen, dann macht das auch. In jedem Fall wünsche ich euch schöne, magische Tage. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr ehrgeizigen Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Die wilde Göttin Lilith wird euch für die kommenden 9 Monate auf eine abenteuerliche und horizonterweiternde Reise schicken. Und Liebesgöttin Venus unterstützt euch im Oktober mit kosmischer Energie und viel Charme. Macht ihr schon Pläne für das neue Jahr? Dann habe ich noch einen guten Tipp für euch. 2024 wird ein Jahr der Sonne. Wie wird es für euch? Wo könnt ihr euch entwickeln? Wie geht's in eurer Karriere weiter? Und was macht die Liebe? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in meinem neuen Jahrbuch 2024 in 12 ausführlichen Kapiteln für die Sternzeichen und Aszendenten. Das Jahrbuch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, dann seid ihr die Ersten, die eins in den Händen halten. Mehr Infos zum Buch und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der neue Monat beginnt für euch mit viel Power und vielleicht auch Stress in eurem öffentlichen Leben und auf eurem Karriereweg. Powerplanet Mars in eurem Karrierehaus pusht euch noch bis zum 11. Oktober, kann euch aber auch gereizt und ungeduldig machen. Doch wenn ihr achtsam seid und euren Charme spielen lasst, könnt ihr mit Unterstützung von Denkplanet Merkur in der Zeit vom 5. bis zum 22. Oktober erfolgreiche Gespräche mit euren Vorgesetzten oder Kunden führen. Ein neuer Zyklus beginnt für euch, wenn die wilde Göttin Lilith am 3. Oktober in die kluge Jungfrau wandert und für 9 Monate inspirierende Aspekte bildet. Nun können sich Allianzen mit spannenden Frauen oder kreativen Menschen ergeben, die euer Leben reicher machen. Wenn ihr selbst künstlerisch tätig seid oder auch wenn ihr euch mit politischen oder weltanschaulichen Themen beschäftigt, kann Lilith euch sehr inspirieren. Ebenso, wenn ihr spirituell auf der Suche seid oder außergewöhnliche Erlebnisse auf Reisen sucht. Ihr erhaltet nun Impulse und trefft Menschen, die euch ganz neue Erkenntnisse bringen. Lilith wird euch zum Reisen ermutigen. Vielleicht unternehmt ihr das erste Mal überhaupt einen Solo-Urlaub, nur mit euch alleine. Oder wolltet ihr schon lange mal für längere Zeit ins Ausland gehen? Dann kann euch Lilith den entscheidenden Anstoß geben, dieses Abenteuer nun zu wagen. Solche Projekte können einem auch Angst machen, aber genau an solchen Erfahrungen wachsen wir auch ungemein. Lilith hilft euch dann dabei, mehr Unabhängigkeit und Mut zu entwickeln. Am 9. Oktober wandert auch Liebesgöttin Venus in die Jungfrau und das für die nächsten 4 Wochen. Das ist eine tolle Gelegenheit für alle Singles, die jemanden kennenlernen wollen, um auf einer Reise oder einer kulturellen Veranstaltung jemanden zu treffen. Auch für die Liierten unter euch ergeben sich jetzt schöne Gelegenheiten, um gemeinsam mit eurem Schatz etwas Neues zu entdecken oder einen romantischen Kurzurlaub zu verbringen. Am 12. Oktober wandert Kämpfer Mars in den leidenschaftlichen Skorpion und stärkt euch die nächsten 6 Wochen den Rücken. Er aktiviert euren Freundschafts- und Sozialbereich und ihr könnt die Phase nutzen, um aktive und sportliche Stunden in eurem Verein oder mit eurem Freundeskreis zu verbringen. Der Neumond in der Waage am 14. Oktober könnte ein echter Gamechanger werden, wenn es um eure Karriere oder euren Seelenweg geht. Denn es handelt sich um eine Sonnenfinsternis und hat deswegen eine mächtige Wirkung in eurem Karrierehaus. Ihr solltet auf jeden Fall eine Meditation zum Neumond abhalten und euch mit euren Zielen der Zukunft verbinden. Wohin führt euch der Weg eurer wahren Berufung? Darum geht es und auch darum, dass jede Seele aus einem bestimmten Grund inkarniert, um Dinge zu lernen und später der Welt zu schenken.
Ihr könnt den Neumond dazu nutzen, um mehr über euch selbst und euren Weg und was der Sinn des Ganzen ist, zu erfahren. Am 23. Oktober zieht die Sonne weiter in den unergründlichen Skorpion, begleitet wird sie dabei von Merkur. Der Fokus richtet sich nun auf eure Freunde und eure Freizeit, falls ihr Zeit dafür habt. Denn auch im Job gibt es weiterhin viel zu tun und euer berufliches Netzwerk und die sozialen Medien, falls ihr sie beruflich nutzt, werden nun ebenfalls stark aktiviert und ihr könnt hier viel erreichen. Der Monat klingt aus mit einer mächtigen Mondfinsternis im erdbetonten Zeichen Stier am 28. Oktober. Das ist ein Vollmond und das sind tolle unterstützende Energien, die euch dabei helfen können, kreativ zu sein und das Leben zu genießen. Am besten ihr verbringt das Vollmondwochenende auf einer wilden Halloween-Party und nutzt dann die letzten Monatstage, um bis Samhain auch eure Ahnen mit einem Ritual zu gedenken und euch mit ihnen zu verbinden. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr geistreichen Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Der Oktober bringt euch viel kosmische Unterstützung und Power im Berufsleben. In der Liebe wird sich die Energie jetzt wandeln, wenn die beiden Göttinnen Venus und Lilith euer Partnerhaus verlassen. Bevor wir uns das anschauen, habe ich noch Nachrichten aus der Zukunft für euch. 2024 wird ein Jahr der Sonne. Wie wird es für euch? Wo könnt ihr euch entwickeln? Wie geht's in eurer Karriere weiter? Und was macht die Liebe? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in meinem neuen Jahrbuch 2024 in 12 ausführlichen Kapiteln für die Sternzeichen und Aszendenten. Das Jahrbuch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, dann seid ihr die Ersten, die eins in den Händen halten. Mehr Infos zum Buch und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Oktober habt ihr super viel Energie und Lust auf Reisen und Horizonterweiterung und richtig Spaß an Bewegung. Vielleicht nutzt ihr das lange Wochenende zum Tag der Deutschen Einheit und verbringt ein paar tolle Tage auf einer herbstlichen Radtour oder einem Wanderwochenende. Am 3. Oktober zieht die wilde Göttin Lilith weiter in das Zeichen der sanften Jungfrau und geht aus der direkten Konfrontation zur Wassermannsonne heraus. Wiederkehrende Konflikte oder Streitereien, die ihr während des Sommers mit eurem Schatz hattet, können sich jetzt entspannen. Lilith wird in den kommenden 9 Monaten euren kosmischen Bereich der Verbindlichkeiten und festen Partnerschaften aktivieren. Das kann eine neue Dynamik in eure bestehenden Beziehungen bringen, und auch wenn es um Besitz geht, den ihr mit anderen teilt. Vielleicht werdet ihr mit Verlustängsten konfrontiert, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr sie überhaupt habt, etwa weil euer Partner mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit fordert oder wenn Finanzpartner überlegen, aus einer gemeinsamen Sache auszusteigen. Aber wenn ihr eine glückliche Beziehung habt, könnt ihr nun gemeinsam Tabus überwinden und neue Dimensionen der Erotik erleben. Das stärkt eure Verbindung und inspiriert euch auch kreativ. Als innere Schamanin kann euch Lilith bei okkulten Forschungen unterstützen und ihr bekommt vielleicht Lust, euch mit der Magie von Mutter Natur oder Schamanismus zu beschäftigen. Liebesgöttin Venus folgt Lilith am 9. Oktober für 4 Wochen. Es kann sein, dass es in der Zeit ernst für euch wird, wenn es um eure Beziehungen geht. Gerade wenn es zuvor schwierig mit einem Herzensmenschen war, weil er oder sie sich vielleicht nicht festlegen wollten, dann könnte die Energie sich jetzt ändern. Auch in bestehenden Partnerschaften könnte es in den nächsten 4 Wochen ernsthafter werden, zum Beispiel, weil ihr euch für eine gemeinsame Wohnung entscheidet. Neben den beiden Göttinnen huscht Merkur am 5. Oktober für gut 2 Wochen durch das charmante Waagezeichen. Bis zum 21. Oktober habt ihr dann kosmische Unterstützung für wichtige Gespräche, sowohl mit euren Freunden als auch Kunden. Plant das dementsprechend, falls möglich. Am 12. Oktober wechselt Kampfplanet Mars in euren Lebensbereich für Öffentlichkeit und Karriere im Skorpion, was euch viel Energie und Schubkraft in eurem Berufsleben bringt. Das kann stressig, aber auch super produktiv für euch werden. Doch bevor es richtig hektisch auf euren Schreibtischen wird, haben wir erstmal den Neumond am 14. Oktober in der Waage. Der ist diesmal als Sonnenfinsternis besonders intensiv. Vielleicht spürt ihr schon ein richtig starkes Fernweh oder ihr stoßt in den sozialen Medien auf ein neues Thema, das sofort euer Interesse weckt.
Falls ihr eine Meditation zum Neumond durchführen wollt, dann konzentriert euch auf die Dinge, die ihr gerne noch lernen wollt oder Reiseziele und interessante Kulturen, die ihr schon immer mal besuchen wolltet. Alles, was euren Geist stimuliert, lässt auch euer Herz höher schlagen. Am 23. Oktober wechselt die Sonne in Begleitung von Kommunikationsplanet Merkur in den Skorpion und damit ebenfalls in euren Karrierebereich, wo schon Mars viel Energie hineinbringt. Das können jetzt super erfolgreiche Wochen für euch werden und ihr könnt auf der Karriereleiter vorankommen. Ihr müsst nur darauf achten, freundlich und diplomatisch zu bleiben, denn Mars kann euch gereizt machen. Wahrscheinlich habt ihr auch einiges an Überstunden zu leisten, aber in den kommenden Wochen werden sich auch Türen für euch auftun. Dass es noch andere wichtige Dinge außer Arbeit in eurem Leben gibt, daran erinnert der Vollmond im Stier am 28. Oktober, der euren Familien- und Heimatbereich aktiviert. Das Wochenende und die Tage darauf sind wunderbar, um Zeit mit euren Liebsten bei einer tollen Halloween-Party zu verbringen oder um in einem Samhain-Ritual eure Ahnen zu ehren. Im Idealfall schafft ihr beides. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Vor euch liegen aufregende Zeiten, denn die wilde Göttin Lilith wird bis zum nächsten Sommer viel Knistern und Abenteuer in eure Beziehungen bringen. Liebesgöttin Venus begleitet sie und versüßt im Oktober euer Liebesleben. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher werfen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft. 2024 wird ein Jahr der Sonne. Wie wird es für euch? Wo könnt ihr euch entwickeln? Wie geht's in eurer Karriere weiter? Und was macht die Liebe? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in meinem neuen Jahrbuch 2024 in 12 ausführlichen Kapiteln für die Sternzeichen und Aszendenten. Das Jahrbuch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, dann seid ihr die Ersten, die eins in den Händen halten. Mehr Infos zum Buch und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats beginnt eine spannende Phase für euch, wenn die Göttinnen Lilith und Venus kurz nacheinander in euren Lebensbereich der Beziehungen und Partnerschaften einziehen. Die wilde Lilith wandert ab dem 3. Oktober in euer Partnerhaus Jungfrau und wird hier bis Juni nächsten Jahres bleiben. Und das wird eure Beziehungen ganz schön aufwirbeln. Lilith wird euch zum Beispiel mit Frauen zusammenbringen, die wichtig für euren Seelenweg sind und euch dabei helfen, einen anderen, unangepassten Blickwinkel auf die Welt einzunehmen. Sei es durch eine neue Freundin oder eine neue Kollegin, die sich so gar nicht dafür interessiert, was sich gehört, sondern die mutig und authentisch ihren Weg geht. Die wilde Göttin kann euch aber auch dabei helfen, euch von Mustern oder Menschen zu befreien, die nicht mehr gut für euch sind oder die nicht mehr wirklich zu euch passen. Ihr werdet vielleicht auch Seiten an euch entdecken, die fremd sind und euch in eurer sanften Energie erstmal ein bisschen erschrecken, weil sie euer inneres Wasserelement aufwirbeln. Aber letztendlich ist das ein wichtiger Schritt für euch, um freier und selbstbestimmter zu sein. Falls ihr eure Beziehung vielleicht schon länger in Frage stellen solltet, könnte die wilde Göttin euch bei dem Ablösungsprozess unterstützen. Und für alle Singles, die auf der Suche nach einer Partnerschaft sind, werden sich vielleicht ungewöhnliche Seelenpartner zeigen, die eigentlich so gar nicht in euer Beuteschema passen, aber dennoch eine magische, unwiderstehliche Wirkung auf euch haben. Bevor Liebesgöttin Venus am 9. Oktober ebenfalls in die Jungfrau wandert, huscht Götterbote Merkur in die Waage und bringt tiefgründige Themen oder auch verbindliche Gespräche auf die Agenda, aber er hält sich dort nicht lange auf. Falls ihr einen Notartermin oder ähnliches plant, wäre die Zeit zwischen dem 5. und dem 21. Oktober dafür ideal. Ein weiterer Zeichenwechsel, der eure Lust an Reisen, fremden Kulturen oder vielleicht auch neuen Sportarten weckt, ist der Einzug von Mars in das intensive Zeichen Skorpion am 12. Oktober. Zwei Tage später, am 14. Oktober, haben wir den Neumond in der Waage, der in euren festen Beziehungen für prickelnde erotische Stimmung, möglicherweise aber auch Spannungen mit dem oder der Liebsten sorgen kann. Weil es sich um eine Sonnenfinsternis handelt, wird die Intensität zusätzlich verstärkt. Falls es Spannungen geben sollte, versucht die erstmal mit euch selbst in einer Meditation zum Neumond zu klären.
Auch seelische Verletzungen könnten sich dann zeigen und auch in dem Fall wäre das Heilen und Loslassen ein super Thema für den Neumond. Am 23. Oktober wechselt die Sonne in den mystischen Skorpion und wird dabei begleitet von Götterbote Merkur. Beide unterstützen euch für die nächsten Wochen mit einem extra Powerschub an Energie. Euer Interesse an Reisen und Horizonterweiterung ist dann geweckt und vielleicht habt ihr ja auch das große Glück und verbringt den dunklen Monat an einem fernen Sandstrand. Doch auch alle, die hier verweilen, sollten sich an neuen Dingen probieren. In ein neues Restaurant zu gehen, mit euren Kollegen, einem Date oder eurem Schatz, sollte das Mindeste sein, was auf eurer Agenda steht. In den letzten Oktobertagen haben wir eine weitere Finsternis. Der Vollmond am 28. Oktober im naturverbundenen Zeichen Stier ist eine Mondfinsternis und damit perfekt, um Samhain bzw. Halloween einzuläuten. Ihr seid in geselliger und kontaktfreudiger Stimmung und könnt im Licht des Mondes sicher tolle Gespräche bis tief in die Nacht hinein führen. Kommunizieren fällt euch dieser Tage besonders leicht. Nutzt die Energie zum Flirten im Job oder auch, um euch in einem Ritual mit euren Ahnen zu verbinden und ihnen euren Dank zu übermitteln. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Willkommen zum Serviceteil mit den Infos zum Gewinnspiel, Neuigkeiten, Produkttipps und Terminen. Der Termin für den nächsten Livestream steht fest. Wir treffen uns am Mittwoch, den 4. Oktober und dann werfen wir schon mal einen ersten Blick in die Zukunft, ins Jahreshoroskop 2024 mit den wichtigsten Tendenzen für die 12 Sternzeichen. Außerdem gibt es im Livestream wieder ein Gewinnspiel. Dafür meldet euch bitte vorher an. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Falls ihr euch eine persönliche Vorschau wünscht, die über das Sternzeichen hinausgeht, dann kommt für euch vielleicht eine Beratung oder ein schriftliches PDF-Horoskop in Frage, denn darin kann ich sämtliche Planeten eures Geburtshoroskops berücksichtigen. Schaut doch mal auf meiner Homepage, da findet ihr mein Angebot an persönlichen Beratungsgesprächen und Horoskopprodukten. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel des Monats. So gewinnt ihr ein persönliches, schriftliches Geburtshoroskop als PDF. Schreibt mir einfach einen netten und konstruktiven Kommentar hier auf YouTube, zum Beispiel, wie ihr die Zeitqualität mit den Sternen erlebt. Und, falls noch nicht geschehen, abonniert meinen Kanal und vergesst auch nicht, das Glöckchen für die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Zum Schluss habe ich noch zwei Empfehlungen. Das Video Ein neuer Karma-Zyklus beginnt, denn die Sonnenfinsternis aktiviert wieder unser Beziehungskarma. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, möchte ich euch Saturn in den Fischen für die 12 Sternzeichen ans Herz legen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.